Neu am Tele5-Wochenende 2012. Samstags starten wir bereits um 13 Uhr mit einem Spielfilm ins Programm. Dadurch erhöhen wir die Programmfläche und sorgen für einen optimalen Reichweitenaufbau am Samstagnachmittag. Für einen entspannten Familiennachmittag sorgt im Anschluss eine himmlische Familie. Sonntags erleben Sie vor dem Primetime-Spielfilm in der Emmy-nominierten Serie E! True Hollywood Story einzigartige Berichte über berühmte Menschen, Orte und Ereignisse aus Hollywood. Die intimen Porträts, die E! Dabei zeichnet, sind längst legendärer Bestandteil Hollywoods und gelten als Ritterschlag für jeden Star. Begleiten Sie uns nun auf eine Reise zu unseren Serienhighlights 2012. Unsere Erde ist nicht genug. Wir erobern das ganze Universum. Science Fiction von einem anderen Stern. Mit unseren Helden am Vorabend und zur Primetime. Ein junger Mann, der wirklich super ist. Weißt du, Clark ist ein ungewöhnlicher junger Mann. Smallville. Eine unwiderstehliche Frau mit übernatürlichen Kräften. Bei meinem ersten Einsatz ist etwas Seltsames passiert. Painkiller Jane. Eine Crew, die bereit ist, die Menschheit zu retten. Dann sorgen wir eben hier für Spannung. Earth Final Conflict. Eine Expedition, die uns ans Ende des Universums bringt. Ich kann's kaum erwarten. Stargate. Ein Captain, der die Grenzen des Weltalls neu definiert. Volle Kraft voraus, voller Impuls. Star Trek, das nächste Jahrhundert. Und neu auf Tele 5. Eine Besatzung, die sich dem ultimativen Feind stellt. Das muss dich erledigen. Stargate Atlantis. Alle Anzeichen deuten auf das hin, was die Menschen eine wilde Party. Wir lassen die Gegenwart hinter uns und erobern die Zukunft. In den erfolgreichen Sci-Fi-Serien auf Tele 5. Serien auf Tele 5. Bereits in diesem Jahr haben wir durch die behutsame Optimierung unserer Programmstruktur den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung des Tele 5-Nachmittages gelegt. Bereits ab 13 Uhr kommen Science-Fiction-Fans werktags voll auf ihre Kosten. Mit bis zu 4,6% Marktanteil bei den 20- bis 49-jährigen Haushaltsführenden und einer Werbereichweite von 130.000 bei den jungen Erwachsenen zieht die Star Trek-Wiederholung um 15 Uhr zahlreiche Zuschauer in ihren Bann. Ab 16 Uhr zeigen wir ausschließlich originäre Serienepisoden ohne Wiederholungen und bilden mit Andromeda, Smallville, Stargate und Star Trek die Basis für einen homogenen und reichweitenstarken Programmblock. Ein Konzept, das sich bewährt. Mit bis zu 5,6% Marktanteil und Werbereichweiten von 340.000 Zuschauern ist Star Trek das nächste Jahrhundert bei den jungen Erwachsenen die mit Abstand erfolgreichste Serie aller Zeiten auf Tele 5. Bereits über 70 Mal durchbrachen Captain Picard und seine Crew in diesem Jahr die 3%-Mauer und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht. Und wann dürfen wir Sie an Bord der Enterprise begrüßen? Seit Mai beamen wir unsere Sci-Fi-Fans auch in die Primetime. Nach erfolgreicher Vorarbeit durch die Doppelfolgen von Star Trek Das nächste Jahrhundert startete am 15. September unser neues Serienhighlight Stargate Atlantis in Tele 5 Erstausstrahlung auf dem 21.15 Uhr Platz. Dass Science-Fiction auch in der Primetime ungebrochen beliebt ist, beweisen durchschnittlich 2,4% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.
Vielfältige Zielgruppen, eine klare Genrezuordnung an allen Wochentagen und das größte Spielfilmangebot im deutschen Free-TV machen die Tele 5 Primetime zu etwas ganz Besonderem. Der Montag steht für einen perfekten Männerabend. Tele 5 zeigt Science-Fiction, Abenteuer und Martial-Arts-Highlights ab 22.15 Uhr, wie beispielsweise Der Rasenmähermann, Krieg der Welten 2, Godzilla Final Wars oder Torus. Mit männeraffinen Filmen wie Die 36 Kammern der Shaolin konnten im Juli über 4,5% Marktanteil an einem Montag gewonnen werden. Der Freitag ist bestens etabliert bei Thriller- und Actionfans. Folgende Top-Titel sind in der weiteren Planung: Wenn die Erde bebt, Die große Flut, Operation Delta Force oder auch Cyborg Cop. Pure Marktanteils-Action zeigte die Programmierung von The Pirates of Langkasuka, bei der über 450.000 Zuschauer Teil eines großen Piratenabenteuers wurden. Das Spielfilm-Highlight der Woche am Dienstag befindet sich auf konstant starker Marktanteilshöhe. Hier erzielen über 75% aller Highlights über 2% Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Erwachsenen. Unser Ausblick in die kommende Saison zeigt Spannendes wie die Mothman-Prophezeiung, The Italian Job oder Auf der Flucht. Herzklopfen in Top-Qualität am Mittwoch. Hier kommen nicht nur die Frauen voll auf ihre Kosten. Über Richard Gere, Jodie Foster und Nicole Kidman bis hin zu Monica Bellucci bringen wir mit diesem Slot große und beliebte Schauspieler zielgruppengerecht auf den Bildschirm. Einer der Top-Mittwochsspielfilme im August. Unschuldig verfolgt mit Sigourney Weaver und Julianne Moore mit 2,5% Marktanteil bei den Erwachsenen von 14 bis 49 und sogar 3,2% bei den Frauen von 14 bis 49. Zum Abschluss der Woche serviert Ihnen Tele 5 Meisterwerke. Purer Filmgenuss at its best. Mit Top-Filmen wie Eiskalt wie die Hölle oder Die unbarmherzigen Schwestern konnten hier bis zu 600.000 Zuschauer erreicht werden. Eine große Bandbreite an qualitativ hochrangigen Filmen wie Gandhi, Der menschliche Makel, Pleasantville, Nicholas Nickleby oder Fargo garantieren Top-Qualität am Sonntagabend. Bei Tele 5 finden Spielfilmliebhaber aller Genres ein Zuhause. Mit über 900 Spielfilmtiteln bietet Tele 5 das größte Spielfilmangebot im deutschen Free-TV. Außerdem zeugen zahlreiche TV-Premieren und deutsche Erstausstrahlungen von einer einzigartigen Programmqualität im deutschen Free-TV. Denn wir lieben Kino. Und nun Film ab für das Tele 5 Line-Up der kommenden Saison. Filme. Was wäre unser Leben ohne Filme? Sie beflügeln unsere Fantasie. Sie entführen uns in andere Welten. Unglaublich. Sie zeigen uns, worauf es wirklich ankommt. Filme sind der Spiegel unserer Wirklichkeit. Das klingt alles sehr poetisch, muss ich sagen. All das, was wir gerne wären. Verdammt! Und all das, was wir gerne erleben würden. Sie machen es möglich. Danke Gott! Sie bringen uns zum Lachen. Erst was für die Seele, dann was auf die Fresse. Sie wissen, was wirklich Spaß macht. Ja, dafür sind wir durchaus bekannt. Sie berühren unser Herz. Ich hab dich gern als meinen großen Bruder. Ja. Sie zeigen uns, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Gibt es noch etwas? Sie rauben uns den Atem. Sie zeigen uns, was echte Helden sind. Hast du das gesehen?
Sie machen uns Angst. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich nicht mehr atmen. Sie bringen unseren Puls zum Rasen. Ich dachte, wir hätten eine besondere Beziehung. Mein Gott. Stopp! Sie sind eine Klasse für sich. Ich denke, wir haben das Beste für zuletzt aufgehoben. Die Meisterwerke auf Tele 5. Sie beweisen uns, dass das Beste unvergänglich ist. Sehr beeindruckend. Filme. Was wäre unser Leben ohne Filme? Ja! Die großen Geschichten. Das ist gut. Mit den großen Stars. Ganz großes Kino. Auf Tele 5.